So, und da sind wir nahtlos wieder beim nächsten Teil bei Battlefield 2 HD Pro oder Pro HD, ich weiß das nicht genau wie. Und ich wollte meine Waffe wechseln, denn wir hatten hier doch noch das schöne Ding. Das sieht so ein bisschen aus wie eine kanadische C. Habe ich in der letzten Folge kanadische C7 gesagt? Nee, C7 ist ja halt die M16-Version der Kanadier. Ich glaube, das ist ein C14 Timberwolf, aber ich meine, es wird wohl wahrscheinlich eher ein M24, M40 oder sowas sein. Und die Modelle sind auch ein bisschen schicker. So, time to respawn. Mann, mach inne! Ich will Battlefield 2 Pro HD sehen! So, und wieder die Anmerkung. Wer den ersten Teil nicht gesehen hat, wahrscheinlich war das schon längst oben in der Infocard. Ich sehe mir hier zusammen mit dem Nasentier, welches immer noch Geburtstag hat, und dem Nasenbruder dieses Spiel an. Die beiden könnt ihr nicht hören, weil die sind beide. Ah, Nasenbruder kennt mindestens noch so ein bisschen Memes. Ohne Stimmbänder geboren. Was war das denn noch? Wo kommt denn noch dieses Meme her? Ohne Stimmbänder geboren. Ja, es war damals öfter so, dass du irgendwelche im Internet irgendwelche angeblichen Weibchen hattest, die alle ohne Stimmbänder geboren sind, die nicht sprechen konnten. Obwohl, ich glaube, das Meme stammt eigentlich von so einer Zeichnerin, die irgendwann mal von KuchenTV verarscht wurde. Also im YouTube-Versum stammt das, glaube ich. Nee, nee. Oh, vorbei. Das ist nicht Paulana. Paulana war doch diese Zwölfjährige, die irgendwelche Schminkvideos gemacht hat, die richtig übel verarscht worden ist von KuchenTV damals. Wo halt im Verdacht stand, dass ihre Eltern dieses arme Mädchen da zwingen, Videos zu machen, damit die Eltern da Geld dran verdienen. Irgendwie waren die Eltern dann auch das Management. Nee, nee, das war irgendwie so eine. Poniosaurus Rex ist hier bei den Bots. Die haben irgendwie immer diese Vornamen. Elon Musk? Kein Wunder, dass wir verloren haben, wenn wir gegen Elon Musk spielen. So, Join Game. Wir waren hier stehen geblieben. So, das war irgendwie so eine Zeichnerin, auch so eine Anime-Zeichnerin, die war angeblich irgendwie ohne Stimmbänder geboren, die hat immer so Speed-Paintings gemacht und so weiter. Und du hattest halt damals auch so in der Zeit von Counter-Strike immer im Internet auch immer ganz viele angebliche Weibchen, die alle irgendwie nicht in Teamspeak kommen konnten, weil die irgendwie alle ohne Stimmbänder geboren wurden. Das war auch damals irgendwie so ein richtiges Meme. Genau das Gegenteil zum Nasentier. Das Nasentier hat sich damals, nachdem es ein paar Mal Ärger gab, deswegen ja immer auch als geschlechtsloses Wesen ausgegeben. Deswegen auch halt diese Kennung RT877, damit das halt komplett geschlechtslos ist. Okay. Boom Headshot. Boom Headshot. Okay, es ist ein M24. Okay. Leider kein cooles kanadisches Gewehr. So, und auch hier typisches Nachladen. Okay, Magazin wird gewechselt, während halt der Kammer. Der Zylinder der Waffe offen steht. Auch nichts Besonderes. Okay, dann gucken wir mal, was er hier hat. G ist es. Okay, das ist relativ klar eine Galil. Galil! Au! Schöne Galil. Okay, es ist dann die Ace 52 CQB, die ich eben schon gesehen habe. Auch bekannt geworden damals durch Battlefield 4. Wir gehen eigentlich allerdings in die nächste Klasse rein. Das ist jetzt Assault. Das sieht jetzt auch wie eine normale SKH ohne Scharfschützenkram dran. Mit einem Elkan, obwohl. Okay, hier ist der Lauf dann nur ein bisschen länger. Wahrscheinlich wird sich das im Spiel dann dadurch unterscheiden, dass wir hier Schnellfeuer haben. Okay, ich sehe das A, das heißt, wir haben hier Schnellfeuer. Okay, der letzte Gedanke war eigentlich auch schon fertig. Das Nasentier hat sich damals auch immer als geschlechtsloses Wesen ausgegeben, was eigentlich immer dafür gesorgt hat, dass alle mal gedacht haben, dass das Nasentier halt ein Junge ist. Also ein. Dadurch, dass. Jetzt kommt das Nasentier hier mit seiner Geschlechtersoziologie. Im Internet werden erstmal alle Personen männlich gelesen, weil das Standard ist. Und erst, wenn man sich dediziert im Internet als Weibchen ausgibt, wird man halt weiblich gelesen. Man wird allerdings auch männlich gelesen, wenn man irgendwie so ein Hentai, so ein Anime-Bild drin hat. Und dann irgendwie so Kuroneko heißt und so weiter. Da würde ich eigentlich auch immer erstmal davon ausgehen, dass die Person männlich ist. Und die meisten wahrscheinlich auch. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. Und sogar der Account der Cutie-Katze wird ja auch ständig männlich gelesen. Übrigens haben wir hier, damit wir auch noch ein bisschen über Waffen sprechen, auch wieder den magisch schnell gleitenden Verschluss. Und ja auch das Elkan einfach mit einem Punkt. Und Dauerfeuerstabilität relativ schlecht, ist auch bei einer SKH nicht anders zu erwarten.
Okay, Panzer. Was habe ich denn? Oh, ich habe hier so eine Colt M1911, also ein Colt M1911-Verschnitt. Das ist wahrscheinlich auch wieder so eine Kimber Tactical irgendwas, okay. Was habe ich denn sonst noch? Ich habe die Armbrust. Die Armbrust ist aber für runter. Die Armbrust ist für von Gebäuden runter. Der Enterhaken wäre für auf Gebäude hoch. Ich weiß gerade gar nicht. Oh, jetzt habe ich schon wieder versehentlich auf Einzelfeuer umgestellt. Ja, ich möchte wissen, was das. Hat der eine Abakan? Ah, verdammt, nur 7 Schuss. Und, ach, ist okay, es heißt einfach Colt M1911. Das finde ich bei diesen aufgepinnten Colt M1911 immer so ein bisschen verwirrend. Denn du denkst dir, oh geil, Tactical, modern, hier Kampfwert gesteigert. Und dann schießt du sie mal, dann ist sie leer und das ist noch nicht mal eine Eyecover. Ich meine, was bringt das, wenn du so eine richtig aufgepimpte Colt M1911 hast, so mit verstellbarem Visier und vergrößerten Bedienelementen. Aber du hast trotzdem nur 7 Patronen. Das checke ich irgendwie nicht. Das checke ich auch bei dieser offiziellen nicht. Der Nasen. Ah, okay. Ups, ich dachte gerade, das wären meine Freunde. Der Nasenbruder wirft gerade ein. Es gibt ja auch diese Muisok, also diese etwas verbesserte, also etwas modernisierte Colt M1911 von den US Marines. Da sind ja auch nur 7 Schuss drin. So, was habe ich hier sonst noch? Oh! Okay, einfach eine AKM oder eine Tantal. Das sieht aus wie eine AKM. Mit der Mündungsbremse von einer polnischen Tantal, mit einem, wie nennt sich das nochmal, MKT-83 Mount drauf, ui, Igitt, und einem Walter Multidot. Bah. Alter, jetzt sieht, und das ist auch, hat auch noch ein rosa Glas. Jetzt fühle ich mich versetzt zurück nach Battlefield Online? Ist das richtig? Wie hieß der nochmal? Nee, das hieß einfach Battlefield Prey... Battlefield Pray for Free. Genau. Die christliche Version von Battlefield. Genauso wie es von Wolfenstein. Es gibt ja so eine Version von Return to Castle Wolfenstein, wo du Noah bist, durch die Arche läufst und mit einer Steinschleuder irgendwelche Ziegen zum Einschlafen bringst. Das müsste ich mir auch nochmal angucken auf dem Kanal. Das hat man damals irgendwie übers christliche Teleshopping in den USA an Christen in den USA verkauft. Für die Wolfenstein zu brutal war. Und Battlefield Pray for Free ist dann irgendwie so die christliche Version von Battlefield. Ne, das Ganze hieß Battlefield Play for... Alter, für 7.62x39mm hat das hier eine relativ gute Dauerfeuerstabilität. Tactical Reload, mit unter der Waffe hergegriffen. So macht man das. Es gab so einen Ableger von Battlefield 2, das war Battlefield 2, Play for Free. Da gab es dann mehr Waffen und für die Waffen konntest du ja dann so Zeug freischalten und viele haben das gespielt und dann gesagt, sie wären dann voll die Waffenexperten, weil sie ein Spiel spielen mit so ganz vielen Waffen drin. Da gab es, glaube ich, wirklich viele Waffen drin. Das war auch genau sowas wie diese ganzen Play for Free Spiele, Crossfire, ich glaube Warface ist ein bisschen zu neu, also Crossfire und so weiter. Da gab es dann auch ganz viele Waffenguides zu, wo dann die Leute so die Geschichte der Waffe erzählt haben und einfach nur Wikipedia vorgelesen haben. Richtig schlecht auch. Übrigens, wer sich für diese Videos interessiert, auf dem Kanal Waffenmättchen, Matt wie Matt, also Matt der Brotaufstrich geschrieben, gibt es da so ein paar Zusammenschnitte zu Battlefield Play for Free. Und da hatte man auch so richtig hässliche Erweiterungen und so weiter. Gab es dann auch sowas wie... Der Viperlauf macht mehr Schaden auf Entfernung, aber weniger Schaden auf nahe Distanz. Und so ganz komische Add-ons gab es dafür. Und wieder hier fett den Brunnen vergiften erstmal. Okay, es sieht wirklich aus wie eine richtig komische Mischung. Ja, dazu gäbe es dann nicht weiter viel zu sagen. Dann haben wir hier Abakan. Ist natürlich immer spannend, um zu gucken, ob der Zwei-Schuss-Feuerstoß auch richtig funktioniert. Also ich glaube, das war keine Idee. Elon Musk, let's move. Genau. Was ist denn das? Was soll denn das sein, was ich da drauf habe? Sieht ja ganz komisch aus. Das ist wieder dieses nicht richtig dargestellte MKT-Mount. Denn das richtige MKT-83 hat halt den Spannhebel, um das Ding fest an die Seitenmontage zu spannen. Nicht oben, sondern unten. Das sieht ganz komisch aus. Das sieht aus, wie das ausgedacht ist. Dann habe ich noch einen Schalldämpfer auf der Abakan. Ich weiß gerade gar nicht, ob das in der Realität geht, denn die Abakan bewegt ja... für die Waffenfunktion den Lauf. Und wenn halt ein Schalldämpfer im Lauf ist, wird der Lauf ja schwerer. Und ich glaube, ich habe noch nie eine Abakan und Schalldämpfer gesehen. Wahrscheinlich geht das gar nicht richtig. Und das Visier selber sieht irgendwie so aus wie so ein amerikanisches Nachtsichtvisier oder so.
Ich glaube, da war gerade jemand hinter dem Baum. Nee, das habe ich mir eingebildet. Das wie sie jetzt ganz komisch. Soll das ein Tulipscope sein? Also ein 1P29, wenn jetzt die Nummer richtig ist. Mal gucken. Aber der Feuerstoß ist richtig. Und das Magazin ist richtig. Und zwar das Magazin hängt in der echten Abakan so ein bisschen quer nach rechts außen raus. Wegen des Mechanismus. Und bei vielen Spielen ist das Abakan-Magazin wirklich gerade. Der Feuerschuss wirklich schnell. Und es sind wirklich zwei Schuss. Ich wollte gerade sagen, es sind drei, weil da drei steht. Das ist einer der ersten richtig dargestellten Abakans, die ich sehe. Und zwar der Hyperfeuerstoß vom Abakan ist so schnell, dass du das vom Gehör nicht unterscheiden kannst. Hört sich an wie ein lauter Schuss. Mal gucken, ob ich umstellen kann. Eins, drei. Aber ich kann kein Schnellfeuer einstellen. Okay, da waren die ein bisschen faul. Denn wenn man einen Abakan richtig darstellt, dann sieht das nämlich so aus, dass du halt eine Waffe hast. Die kannst du auch auf Schnellfeuer stellen. Schon wieder Schnellfeuer. Auf Dauerfeuer stellen. Und bei Dauerfeuer sind dann die ersten zwei Schuss sind dann wirklich mit 1800 RPM. Und die restlichen Schuss sind allerdings nur mit 600 RPM. Die regelt also runter, die Abakan. Und ich habe hier irgendwie nichts gegen Panzer. Mir fehlt auch hier komplett der Granatwerfer. Ich bin noch Assault, oder? Na egal, dafür habe ich Rauchgranaten. Boah, guck mal, wie hoch das aufgelöst ist. Kann man sogar fast lesen. Habe ich jetzt natürlich keine Lust zu lesen. Boah, ich hoffe jetzt, Na gut, Moment. Erstmal jetzt den Kampf raus und dann kann ich die Geschichte gerne nochmal paraphrasieren. Der Nasenbruder erinnert gerade daran, dass es damals auf einer Call of Duty Map gab es, das war Call of Duty Modern Warfare 2, auf der Map Favela hing ein Bild. Auf diesem Bild stand ein, kein Koranvers drauf. Ich glaube nicht, dass es ein Koranvers war. Ich meine, es war einfach ein ganz normaler Gedichtsvers. Der hieß, meine ich, Gott ist schön und Gott liebt das Schöne. Das Problem war allerdings, dieses Bild hing in der Map auf einer Toilette. Und da haben sich dann einige Muslime drüber beschwert. Dann wurde die Map erstmal offline genommen, also aus der Rotation genommen. Denn Modern Warfare 2 hatte ja keine dedizierten Server, sondern es hatte ja so ein P2P-System. Und da wurde das Bild später von der Map entfernt. Aber erst 3 Monate. Die haben irgendwie 3 Monate gebraucht, das Bild da zu entfernen. Und das war damals auch so ein Skandal. Es wurde auch auf YouTube breit getreten. Wir gehen mal in den Support und nehmen uns hier mal das M249. Könnte allerdings auch ein MK46 sein. Ist auf jeden Fall die Kurzversion. Ist allerdings ist kein klassisches M249. Da haben sich dann viele drüber aufgeregt. Also erstmal haben sich Muslime drüber aufgeregt, dass dann ein Bild mit dem Namen Gottes auf einer Toilette hängt. Und dann haben sich Spieler drüber aufgeregt, dass halt sie diese Karte nicht mehr spielen konnten. Denn Favela war so eine Grind-Map, wo man halt in Close Quarters dann die ganzen Schrotflinten leveln konnte. Da war auch irgendwie sowas. Du musstest irgendwie auch in Modern Warfare 2 für eine Schrotflinte irgendwas freischalten, damit du die Schrotflinte effektiv auf größeren Karten benutzen konntest. Nee, das war nicht Slug. Slug gab es, glaube ich, nicht. Ich glaube, Slug hält in der Call of Duty-Serie erst Einzug mit Modern Warfare 3. In Modern Warfare 3 war dann die KSG. Slug allerdings hat die Schrotflinte immer Slug. Slug als Add-on wird es lange nicht geben in Call of Duty. Das wird dann in Battlefield 3 erstmal der Fall sein. Also bei den großen Spielen. Okay, das ist ja M249. Okay, die haben hier zwar die Waffen richtig geil tactical gemacht, aber die haben manchmal die Nomenklaturen stark vereinfacht. Dass das hier keine klassische M249 ist, kann man daran schon sehen, dass sie kurz aus dem HC Rail schien. Ich glaube, das ist mindestens eine M249 Saw PIP, meine ich. Es gab ja bei manchen amerikanischen Waffen irgendwann dieses PIP, dieses Product Improvement Program. Und das hat dann einige Waffen stark verbessert, sodass sich die Nomenklatur so ein bisschen geändert hat. Das ist ja auch immer dieses Meme. Die haben ja auch versucht, den M4-Karabiner. Okay, der hat offensichtlich Bush Vision. Wird der Gurt alle langsam? Ich glaube, ich mache mal einen Klassiker und laufe hier einfach mal, also kletter hier einfach hoch. Ach, Bush Vision. Der Nasenbuddha fragt gerade, was Bush Vision ist. Bush Vision ist, wenn Bots durch Gebüsche gucken können. Und ich wollte gerade gucken, ob der Gurt langsam leer geht. Stiftung Bad Fat Test.
Nein, offensichtlich nicht. Und der Gurt ist irgendwie gerade in die Waffe geglitscht. Und wir kriegen einfach einen neuen Gurt. Ich glaube, das Spiel hat auch... Wo ducke ich mich? Okay, Z. Das Spiel hat, meine ich, auch noch keine Zweibeinmechanik. Oder hatte das Spiel eine Zweibeinmechanik? Bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, alle MGs kriegen automatisch eine bessere Dauervollstabilität, einfach wenn man liegt. Und? Hä, wieso habe ich einen M14 EBR? Okay, mal gucken, dass wir hier mal mit den ganzen Waffen durchkommen. Es gibt natürlich noch ein paar andere Fraktionen. Oh, Pijiniak. PKP Pijiniak. Benannt nach einem russischen Stamm. Und Pijiniak ist wirklich die richtige Aussprache und nicht Pejinek. Das ist eine Version vom PKM, auch damals sehr populär geworden durch Battlefield 3. Battlefield 3 war das eine der besten Waffen. Das war meistens auch die Waffe von den ganzen Pro-Spielern, die dann rumgelaufen sind und ganz viel Action gemacht haben. Das Ding konnte man nämlich... Was steht da drauf? Ah, Spesnaz. Da steht einfach Spesnaz drauf. Das Ding konnte man nämlich wie so ein besseres Sturmgewehr benutzen damals in Battlefield 3. Es gab auch ein erweitertes Magazin, da hatte man, glaube ich, richtig viel Munition dafür. Dann hat man das, glaube ich, meistens mit dem Cobra-Visier gespielt. Ich glaube, das Cobra-Visier war in Battlefield 3 eins der beliebtesten Visiere damals. Hier haben wir kein Visier, hier haben wir nur Kimmer und Korn. So, gucken wir mal, was wir erreichen können. Ich würde mal sagen, ich probiere es mal so ein bisschen auf der Hüfte aus, wie in Battlefield 3. Okay, das ist ein bisschen krass unrealistisch gut. Wir haben einen PKP... Rülps ausgeschnitten. PKP Pijiniak Kill. Okay, hier hat... Das wirkt auch... Ach so, das war ein Gedanke, den ich eben noch mal ein bisschen verfolgen wollte. Den habe ich, glaube ich, gar nicht erwähnt. Und zwar gibt es... Das ist vor allen Dingen in Gebieten populär, wo die Leute noch nicht so gute Rechner haben. Es gibt für einige Spiele Mods... die dafür sorgen, dass die Spiele ähnliche Ausrüstung haben und sich ähnlich spielen wie der Nachfolger vom Spiel. Das hat er, glaube ich, der meinen Kanal richtig gut verfolgt. Ich habe mal ein Video gemacht. Oh verdammt, ich habe mal ein Video gemacht zu Call of Duty 2, wo ich Call of Duty 2 auf einem Server gespielt habe, wo eine Mod installiert war, dass man in Call of Duty 2 die Waffen von Call of Duty 4 hatte. Solche Upgrade-Mods, oder ja, Upgrade-Mods nenne ich die jetzt einfach mal, sind relativ beliebt in Ländern und in Ländern, wo die Leute noch nicht so gute Rechner haben. Zum Beispiel wie in Brasilien, obwohl Brasilien ist halt gerade auch dabei, wirtschaftlich und internetmäßig sehr stark aufzuholen. Und da hast du das halt oft, zum Beispiel, du lebst halt, sagen wir mal, irgendwie in Bolivien oder so, obwohl ich über die wirtschaftliche Situation in Bolivien nicht ganz auf dem Laufenden bin. Irgendwelche Bolivianer, die hier zuschauen, bitte nicht beleidigt sein. Obwohl, ich glaube, wie hoch ist die Chance, dass sich irgendwelche Bolivianer hier das Video gucken. Dann hast du vielleicht nicht so einen guten PC, da läuft dann auf deinem PC vielleicht so Call of Duty 2. Aber Call of Duty 4 nicht. Und dann möchtest du unbedingt Call of Duty 4 spielen, weil das cooler ist. Dann spielst du halt irgendwelche Mods, die dein Call of Duty 2 so aufrüsten, als wäre es halt Call of Duty 4. Ist halt auch nichts gegen auszusetzen. Was habe ich denn für eine Pistole? Ah, eine Beretta M9. Okay, ich wollte gerade... Ich mache ja immer den Beretta M9-Check. Es gibt ja die Beretta M... Nee, ohne M. Die heißt einfach Beretta 93FS... Und die Beretta M9, das ist ja einmal die zivile Version, einmal die Version von der US-Armee. Die kann man daran unterscheiden, dass sie ein anderes Visier haben. Und zwar die zivile Version hat so drei Punkte, also so zwei Punkte auf der Kimme und einen Punkt auf dem Korn. Und die US-Version hat so ein Schneemann-Visier, das heißt ein Punkt unten in der Mitte bei der Kimme und einen Punkt hier auf dem Visier. Und das kann ich gerade gar nicht unterscheiden. Normalerweise mache ich halt immer hier den M9-Test. Außerdem unterscheiden sich die Waffen dadurch, bei der zivilen Version... sind das, glaube ich, Schlitzschrauben, die Griffplatten an der Waffe halten. Und bei der Militärversion sind das halt Imbusschrauben. Mal gucken. Hier sind Schlitzschrauben. Und ich konnte gerade gar nicht gucken, wie es heißt. Also hier sind Schlitzschrauben. Das heißt, theoretisch ist das hier einfach eine Beretta 92FS und keine militärische M9. Also ich möchte gerne, dass das Spawn-Menü aufgeht. Ah, da sind wir wieder.
Was haben wir sonst noch? Die Munitionskiste. Ja, und das Tutorial. Das hatte ich ja schon gesagt. Ich habe halt das Tutorial extra leise gemacht. Also ich habe die Stimme extra leise gemacht. Man kann das Tutorial nirgendwo ausschalten. Ich glaube, das ging auch früher nicht immer, wenn man wegen irgendwas mal da Battlefield 19 nennen musste, hatte man immer in Multiplayer-Gefechten. Der ganze Gefechtslärm wird extra leise geschaltet, damit das Tutorial angehen kann. Das war damals relativ nervig. So, jetzt muss ich gucken. Ah, die sind ein bisschen weit weg. Wutsch. Ja, fette Rakete eingeschlagen. Und der Kompass ist cool. Ich glaube, den gab es früher nicht, oder? Und Jay Person geht hier voll mit der Saiga 12, obwohl es ist auch normal, die Saiga 12. Panzer. Die Saiga-Version der AK-12, Saiga 12, sie nennen es Unsinn, weil das Ding heißt auch so Saiga 12, weil es 12 Gauge ist. Und es ist eine M9S, okay, wahrscheinlich S für Schalldämpfer. Ich glaube, so wurde die auch genannt in Battlefield 2 ohne irgendwelche Modifikationen. Ah, das ist cool. Ich sehe den ganzen Schrot um mich rum fliegen, obwohl es eigentlich keine Schrot-Leuchtspur-Munition gibt. Oh, und der war auch ordentlich mit Ketchup gefüllt. So, was war sonst noch? Okay, jetzt hat man hier als Support auf einmal eine Waffe, die in eine ganz andere Kategorie gehört, was auch eine interessante Meta ist. Das ist jetzt eine M14 EBR. Könnte es sein. Es gibt da natürlich auch mal wieder verschiedene Versionen von dieser ganzen M14-Familie. Da gibt es dann auch noch das MK14, obwohl ich meine, das MK14 ist kürzer. Das M21, das M25. Okay, es ist Schnellfeuer. Und es ist sau unpräzise, das heißt, es ist wahrscheinlich ein ganz normales M14. Müsste ich auch nochmal was zu machen zu diesen ganzen M14-Versionen. Das ist nämlich auch mega verwirrend. Okay, und hier gut lila. Ach, das wollte ich eben noch anschneiden, beziehungsweise das Nasentier hatte das in den Raum geworfen. Und zwar, es gab damals in Black Ops 1 die Möglichkeit. Es ist ein M14 EBR Elkan. Okay, das Visier ist mit in der Nomenklatur drin. Es gab damals im ersten Black Ops die Möglichkeit, sich die Färbung vom Visier auszusuchen. Man konnte sich da nicht nur die Farbe vom Absehen aussuchen, sondern auch irgendwie die Farbe vom Glas. Also die Färbung vom Glas. Und das ist schon wieder jemand mit Schrotleuchtspur. Das sieht richtig cool aus, wenn man das abkriegt. Auch wenn es ein bisschen unrealistisch ist. Denn wenn man Schrotleuchtspur hätte, müsste ja jedes einzelne Schrotpellet irgendwas an sich haben, was eine Spur hinter sich herzieht. Okay, das ist relativ klar. Das ist ein Remington 870 MCS in der langen Version. So, erstmal durchgepumpt. Okay, der Pump-Sound, also der Vorderschaft-Repetier-Sound, ist relativ cool, allerdings irgendwie asynchron mit der Bewegung. Und unnötig nochmal durchgepumpt, das bedeutet, hier würde der Soldat eigentlich eine Patrone verschwenden. So, guck mal, Pistole. Hier haben wir da auch wieder die Glock 18. Genau, wir sind jetzt im Minen-Heini. Und jedes Mal, wenn das Ding gezogen wird, wird nochmal der Vorderschaft gepumpt. Und das Nasentier ist gar nicht meiner Meinung. Das Nasentier meint, dieser Pump-Sound hört sich irgendwie an, wie richtig stark komprimiert. Mit so 12 kb Soundtiefe? Was ist denn das nochmal? Abtastrate? Was ist denn nochmal bei MP3 dieses KB? KBS, das ist Kilobyte pro Sekunde. Welche Sekunde wie viel Kilobyte bekommt? Qualität einfach, oder? Okay, es heißt sogar richtig. MT870 MCS. Und da war's zu Ende mit mir. Ansonsten bekomme ich eine AS-Wahl. Aber ich glaube, so als kleiner Cliffhanger gucken wir uns die AS-Wahl in der nächsten Folge an. Und ich sehe, hier gibt es noch ganz viel anderen coolen Kram. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen dieses Videos. Dann gehen Grüße raus nochmal ans Nasentier, welches heute Geburtstag hat, und den Nasenbruder. Dem Nasentier könnt ihr unter anderem bei Twitter folgen, dem Nasenbruder glaube ich nirgends. Der hat sich vernünftigerweise irgendwann komplett aus dem Internet zurückgezogen, was ich vollkommen nachvollziehen kann.